Ja, das weiß ich nicht, ob uns das hilft. Was war das denn jetzt? Was, die Schwalbe? Ach, hier, guck mal. Die Puppe. Oh Mann, wir haben ein geladenes Gewehr. Das ist toll. Wenn wir das haben, brauchen wir das bestimmt auch. Dann kann ich jetzt bestimmt hier die Scheibe wegmachen, oder? Kann ich die Scheibe nicht einfach wegballern? Das bringt nichts. Das dachte ich mir schon, dass das nichts bringt. Na gut. Aber wenn die Zombie-Apokalypse ausgebrochen ist, wer hat denn das hier gemacht? Die Fotos und die Anzeige und wer hat die da hingelegt vor allem? Na, ich weiß ja nicht, ne? Ich weiß noch nicht, ob ich es wissen will. Gut, von dem sollen wir uns ja fernhalten. Die hängt viel zu hoch, da komme ich nicht dran. Haben wir jetzt hier alle Teile? Nee. Schade. Na gut. Kann ich die vielleicht runterschießen? Ah, ich muss den Beutel herunterschießen. Bam. Ist ja cool. Und ich habe einen Autoschlüssel. Mit dem Autoschlüssel mache ich immer die Koche nicht auf. Hallo? Gut, also das Auto. Ah, doch, das Auto ist für uns gedacht. Wusste ich's doch. Und ich drehe und ich mach die Klappe auf. Mache ich ja immer, aber. Ein Regenmantel. Ach, ist ja cool. Jetzt kann ich weiter ohne Angst zu haben, mich zwar. Ja. Es ist Zombie-Apokalypse und wir machen uns Sorgen darum, dass wir uns nicht erkennen. Das klingt auf jeden Fall eindeutig auch. Ich finde es auch gemacht hier oben mit der Kapuze. Das ist ganz cool. Dann können wir jetzt halt noch Es sieht so weitergehen, aus, oder? als wäre ich vollkommen alleine im Regen. Diese Wesen meiden die Feuchtigkeit. Ob diese Biester verschwinden, wenn ich sie mit Wasser bespritze? Das sind doch keine Katzen. Passiert da noch was oder muss ich die jetzt mit. Gut, da passiert nichts mehr. Sieht so aus, als wäre links ein Krankenhaus. Vielleicht finde ich dort Hilfe. Ja, aber bevor ich dort reingehe, möchte ich mich hier systematisch nochmal. Oh, jetzt hat das Spiel kurz einen Hänger gehabt. Möchte ich mich doch hier etwas vorarbeiten erstmal. Ich sollte die letzte Schraube finden. Immer finden, finden, finden. Suchen, suchen, suchen. Na gut, ist ja ein Wimmelbild. Ich kann nach hinten, ich kann nach links und ich kann nach rechts. Gut. Was haben wir denn hier? Guck mal, wenn ich hier die Kneifzange benutze und das Ding da raushole, das klingt doch nach einem Plan, oder? Und schon haben wir ein Ventil. Ach, guck mal hier, die Viecher da. Wenn ich sie mit Wasser bespritze, verschwinden sie vielleicht aus dem Kaffee. Ich kann mich dort umsehen. Also müssen wir irgendwie was mit Wasser finden, dass wir die da. Ach so, deswegen das Ventil wahrscheinlich. Das klingt natürlich logisch. Wir gehen natürlich mal nach links jetzt. Weil ja dort das Krankenhaus ist. Nein, nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Zurück. Ich wollte das Ding hier aufheben. Den Türgriff. Und können wir hier was machen? Die Schraube müssen gedreht werden. Mit dem Türgriff vielleicht? Nein? Na gut, aber hier gibt es doch bestimmt was bei dem Autounfall, oder? Beim Autounfall gibt es immer was zu sehen. Was haben die gemacht? Hat der den ganzen Müll im Kofferraum oder sind die draufgefahren? Hat dann noch jemand was draufgeschmissen oder wie? Oder was war das hier? Na, wir brauchen auf jeden Fall den Hammer. Der liegt schon mal hier. Wir brauchen Perlen. Das sind einmal Perlen. Und das dürften. Sind das zweimal Perlen? Jawohl. Das läuft ja hier schon wieder super. Die brauchen wir nicht. Die auch nicht. Das war dann auch irgendwas. Da ist die Bürste. Ein beschriebenes Papier. Nein, das war es nicht. Ach so. Ja, dann schreiben wir mal ein bisschen was, ne? Keine Ahnung, was wir geschrieben haben, aber wir haben mal was geschrieben. Gut, einen Handabdruck, das ist der da. Eine Feder, die haben wir gerade zum Schreiben benutzt. Das war jetzt blöd. Was
das denn noch? Eine Zeitung und Dartpfeil. Ist das der Dartpfeil? Nein. Ein Dartpfeil, ein Abakus. Ach, hier ist die Feder. Sieht zumindest aus wie eine Feder. Aber auch noch den Tannenzapfen. Och, was liegt denn da oben? Nichts Besonderes. Na gut. Dann nehmen wir das zuerst. Dann nehmen wir hier den Tannenzapfen weg. Und guck mal, was wir hier haben. Aber das brauchen wir gar nicht, ne? Irgendwie muss es doch hier wieder so ein Patschehändchen geben. Und damit mache ich das Auto auf? Jawohl. Gucke mal, das ist der Abakus. Ein Akkordeon und... Da drin ist was versteckt. Ich muss den Stoff aufschneiden. Dann nehmen wir doch mal das Messer. Das liegt ja schon so griffbereit da. Und das ist auch ganz unauffällig hier. Und dann brauchen wir trotzdem noch den Dartpfeil. Den Dartpfeil und die Zeitung. Das ist die Zeitung. Ich blindes Huhn. Und der Dartpfeil. Ach hier, nehmen wir doch den. Was haben wir denn jetzt bekommen? Einen Schraubendreher. Und ich dreh die Schrauben. Ich kann es kaum glauben. Ich dreh die Schrauben. Da-dam, bam, bam. So. Das hier ein bisschen festdrehen. Oder gut, ein bisschen abdrehen. Ich habe einen Schlauch. Ich stehe nicht auf dem Schlauch, ich habe einen Schlauch. Gut, gut, gut. Dann haben wir hier draußen eigentlich alles gemacht. Was ist da hinten? Hilfe. Da oben ist sicher etwas. Ich brauche etwas, damit ich rankomme. Ich kann ja mit dem Schlauch ein Lasso machen und Lasso werfen, oder? Geht nicht? Na gut. Sieht aus, als würde hier etwas fehlen. Ein Türgriff? Das bringt nichts. Hier? Das bringt nichts. Gut. Dann gehe ich einfach mal um die Ecke, oder? Und wir kämpfen uns hier mal ein bisschen vor. Da drüben sind viele Biester. Es wäre besser, wenn ich die Brücke zerstören würde. Gut, das mache ich gleich. Aber ich will erst mal ins Tagebuch gucken. Hier geht's weiter. In der Nähe der Brücke. Eine weitere Kreuzung. Ein Geschäft. Und die Polizei... Die Polizei. Eine weitere Kreuzung. Ein Geschäft und die Polizeistation befinden sich hier. Vielleicht finde ich auf der Polizeiwache Hilfe. Aber in Horrorfilmen versammeln sich die Überlebenden immer in Läden. Das andere Ufer klingt auch ganz toll. Ich sollte besser beide Gebäude untersuchen. Auf der anderen Seite der Brücke ist eine Gruppe dieser Biester. Der Regen hält sie noch zurück. Aber ich muss einen Weg finden, sie am Überqueren der Brücke zu hindern. Da haben wir ja Glück, dass das keine überdachte Brücke ist. So. Da kann ich... Muss die Brücke zerstören, sonst kommen die infizierten Menschen auf diese Seite. Gut. Ich könnte die Feuerleiter da mit herunterholen, aber ich... Wie breche ich es ab? Komm ich hier rein? Hier, Türgriff. Nein, falscher Türgriff. Türgriff! Das bringt nichts, verdammt. Bloß selten sollte ich das Glas nicht zerbrechen. Mit dem Schlauch? Nein, gut, nicht mit dem Schlauch. Da muss ich mir aber merken, wo ich was brauche, ne? Es ist ja... Ich glaube, hier fehlt etwas. Oh, überall fehlt etwas. Gut, also hier kann ich noch nichts machen, ne? Nein, gut, hier kann ich also noch nichts machen. Würde ich sagen, nachdem ich jetzt links vorgehe, ich jetzt einfach mal hier in die Gasse lang. Das sieht sehr vertrauenswürdig aus. Was haben wir denn hier? Zu weit weg. Ich komme nicht so ohne weiteres ran. Na gut. Die hochgezogene Brücke hält die kranken Leute von dort fern. Was wohl da drüben gerade passiert? Ja, das wollen wir natürlich dringend rausfinden. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ich muss irgendwo Hinweise finden. Das Spiel spricht genau meine Sprache. Ich habe keinen Schimmer, was ich tun soll. Das Spiel weiß genau, was ich denke. Oh. Gut. Es muss einen Weg geben, den Treibstoff abzusaugen. Schlauch? Das bringt nichts. Schlauch? Ach, hier ist noch das Ventil. Wenn ich da was dran mache? Nein?
Nein, na gut. Dann kann ich ja auch nichts weitermachen, ne?